Hi, ich bin Isa und hinter der Kamera steht Benny. Und wir reisen aktuell durch Südostasien, nämlich durch Singapur und ab nächste Woche auch durch Malaysia. Und genau um diese beiden Länder geht es auch in diesem Video. Wir nehmen euch mit an einen x-beliebigen Urlaubstag in Singapur und später auch in Malaysia und zeigen euch, was ihr an Kosten erwarten könnt. Kleiner Disclaimer vorweg, wir sind keine Budget-Traveler, übernachten also nicht in den günstigsten Hostels und sind aber auch keine Luxusreisenden. Die Preise, die wir euch nennen, spiegeln daher nur unsere persönlichen Erfahrungen wider. Ihr könnt Singapur und Malaysia zu wesentlich günstigeren Preisen, aber auch um wesentlich mehr Geld bereisen. Beginnen wir mit dem Hotel in Singapur. Wir übernachten im Orchard Road Viertel im Yotel. Das ist in einer recht zentralen Lage, ungefähr 5 Kilometer entfernt von Marina Bay. Und eine Nacht kostet 70 Euro pro Person. First things first, Frühstück. Ich habe einen Iced Caramel Macchiato, den haben wir in einem Shopping Center hier hinter mir am Kaffeestand geholt und der kostet 7 Singapur Dollar. Zum richtigen Frühstück gehört auch etwas mehr als nur Kaffee, deswegen haben wir uns da jetzt noch etwas zu essen gekauft. Diese zwei Brötchen haben jetzt in Summe 3,40 Dollar gekostet. Wir sind jetzt auf Sentosa. Auf die Insel kann man entweder mit dem Sentosa Express fahren, der ist gratis, oder mit den Cable Cars. Das war uns ein bisschen zu teuer, aber wir sitzen trotzdem in einem Cable Car, wie ihr seht. Es gibt nämlich auch eine kürzere Linie auf der Insel, die kostet 15 Dollar pro Person und das wollten wir uns schon leisten. Also wir sitzen jetzt in einer Strandbar und haben uns Mittagessen bestellt. Das hat ungefähr 90 Singapur Dollar gekostet. Lasst euch aber nicht abschrecken, wir waren gestern in Chinatown und da gab es ganz andere Preise. Wir blenden euch ein bisschen Chinatown-Essen von gestern einfach mal ein. Anders als in so manch anderen südostasiatischen Ländern ist in Singapur Alkohol sehr, sehr teuer. Aber egal wo wir waren, es gab immer am Nachmittag Happy Hour und so genießen wir gerade ein erschwingliches Bier um 5 Singapur Dollar pro Person. Und sämtliche Getränke über den Tag verteilt haben uns pro Person 4 Singapur Dollar 50 gekostet. Jetzt schauen wir uns noch eine Wasser-, Licht- und Lasershow an, das heißt Wings of Time. Und das Ganze kostet 16 Singapur Dollar pro Person. In Kuala Lumpur haben wir ein Airbnb und das ist super. Der Infinity Pool hinter mir gehört nämlich auch dazu. Und von da haben wir einen tollen Ausblick auf die Petronas Towers. Und das Ganze kostet 30 Euro pro Person und Nacht. Wir haben uns jetzt gerade ein Frühstück geholt, nämlich einen Toast mit Tee und Kaffee. Und das hat 28 Ringgit gekostet. Jetzt nehmen wir euch mit und zeigen euch, was wir heute in Kuala Lumpur ausgeben. Und unser erster Stopp sind die Batu Caves. Die erreicht man am besten mit dem Grab und das kostet 30 malaysische Ringgit.
Eintritt in die Batu-Caves ist frei. Wer nur die Haupthöhlen besichtigen möchte, zahlt daher nichts. Es gibt allerdings eine Vielzahl an Höhlensystemen und die kann man nur mit einer Tour besuchen, die man natürlich bezahlen muss. Nach den Batu-Caves haben wir uns eine kleine Erfrischung gegönnt, und zwar eine frische, eisgekühlte Kokosnuss. Und die hat 7 malaysische Ringgit gekostet. Zum Mittag teilen wir uns ein Sizzling-Gericht mit Huhn und Reis, und das kostet 17 Ringgit. Und als Nachspeise haben wir uns auch noch ein Peanut Butter-Eis gegönnt, das kostet 8 Ringgit. Und alle Getränke wie Wasser oder Säfte über den ganzen Tag verteilt haben 12 Ringgit pro Person gekostet. Wenn wir schon mal im größten Indoor-Vergnügungspark von Asien sind, dann müssen wir natürlich auch einen Escape Room machen. Den haben wir in 37 Minuten und 48 Sekunden geschafft. Und das Ganze hat 40 malaysische Ringgit pro Person gekostet. Unser heutiges Abendessen besteht aus Suppe, Vorspeise und Hauptspeise. Und das Ganze hat gerade mal 46 Ringgit gekostet. Heute haben wir uns zum Tagesabschluss noch was ganz Besonderes gegönnt. Wir sind nämlich auf einer Skybar, nämlich der Vertigo des Banyan Tree Hotels. Und da haben wir uns den ein oder anderen Cocktail gegönnt und den Sonnenuntergang geschaut. Ein Cocktail kostet ungefähr 60 Ringgit pro Person. Wie ihr sehen könnt, haben wir es uns in beiden Städten gut gehen lassen. In Summe haben wir in Singapur 136 und in Kuala Lumpur 68 Euro pro Person an diesen einen Tag ausgegeben. Falls ihr durch unser Video jetzt einen besseren Überblick habt, was euch für Kosten in diesen zwei Ländern erwarten, lasst uns gerne ein Like da. Und ganz besonders würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ah, tut das gleich. Wir haben die Tickets vorher online gekauft und dachten, wir können so der Schlange entgehen. Hat aber nichts gebracht, man muss die Tickets nämlich trotzdem am Schalter einlösen. Aber das Ganze heißt Wings of Time. Heißt Wings of Time? Ja. Und befindet sich bei der Mono Station. Beach Station of the Monorail. Bei der Beach Station auf der Monorail. Nein,